Hallo und willkommen zurück zu Timberborn. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie überleben. Wir haben 60 Karotten, Tendenz steigend, aber eine Dürre, die eingesetzt hat von 18,5 Tagen. Zumindest so lange dauert sie noch. Währenddessen werden unsere Biber Hunger leiden, Wassermangel erfahren und hoffentlich irgendwie ein paar zumindest heil aus der ganzen Geschichte rauskommen. So, wie bauen wir denn jetzt hier am besten weiter? Ich habe mir auch überlegt, die Wasserquellen könnte man eventuell, das wird aber richtig aufwendig, wenn wir keine Mods verwenden wollen, so im Turmformat hochführen und dann oben entsprechend umleiten. Das wird also riesige Türme machen und das Wasser, je nachdem, hier reinleiten oder rausleiten. Und das müssen wir halt für jede Quelle hier machen. Wäre schon nicht so ideal, aber es wäre eine Möglichkeit. Dann bräuchten wir auch das hier nicht, sondern dann könnten wir es komplett, ich reiß das eh mal ab, könnten wir das komplett fluten und verwenden. Aber wir brauchen hier eine schnellere Lösung. Und eine schnelle Lösung habe ich leider nicht. Außer halt hier das irgendwie so anzustauen, dass wir klarkommen. Wäre natürlich auch geschickt, könnte man die hier ein bisschen geschickter einsetzen. Die Gerüste. Das muss jetzt erstmal so reichen. So. Sollen sie mal sehen, wie weit sie damit kommen. Wir können ja theoretisch hier dann noch einen draufsetzen. Sollen sie erstmal hier die Reihe machen, soweit wie sie kommen. Entsprechend, das gilt auch hier. Da können wir eigentlich direkt sagen, jo, mach dahin. Und hier ist eigentlich egal, können wir gleich den Dreier nehmen. Hier macht es eh keinen Unterschied. Nochmal ein Dreier und ein Einser rauf, ich weiß. Wieso haben wir dann überhaupt den Dreier? Achso, dass wir auf die Ebene da kommen. Ja gut. Was will man machen? Hilft hier alles nichts. Und dann brauchen wir hier wahrscheinlich einen Dreier, um da rumzukommen. Und dann haben wir hier immer noch nichts. Geht das trotz Treppe? Ah! Das geht auch. Wunderbar. Dann können wir zumindest hier mal das Gerüst weiterführen. Ein bisschen Damm braucht man. Wir sind Biber, wir müssen irgendwas aufstauen. Und wenn es unsere Aggressionen sind. So, ich sag mal, die sollen wieder 24 Stunden arbeiten, weil die pumpen mir noch nicht genug. Die pumpen mir noch nicht genug. Boah. Und hier haben wir auch wenig Biber, die an der Nahrung beteiligt sind. Das ist gerade aber sehr schlecht. Also, wenn wir Biber brauchen, dann die. Mal hier die Produktion wieder anhalten. Nur Faulwasser darf erstmal weiterlaufen. Der Rest muss sich dementsprechend mal darum kümmern, dass wir nicht elendig abkratzen. Ich finde, das ist ein sinnvoller Schritt. Könnt ihr gern die Hände heben, wenn ihr mit mir einer Meinung seid. Müsst ihr aber nicht unbedingt. Ich könnte es ja eh nur ganz schwer sehen, ob ihr da mitgemacht habt. So, dann braucht es hier wahrscheinlich richtig viele Ressourcen. Aber es wäre ein Anfang. Es wäre doch ein Anfang. Und hauptsächlich braucht man Deichmaterial. Das heißt viel Holz. So, den Pfad auf jeden Fall mal abreißen. Kann man hier weiter planen, weiter planen, weiter planen. Ja, die Frage, ob man es überhaupt... Ja, wir müssen es ja ein bisschen zumindest stauen. Ist die Frage. Faulwasser müssen wir auf jeden Fall noch ableiten. Keine Sorge, das wird keine Mathe-Unterrichtsstunde. Hat nichts mit dem Ableiten da zu tun. Na, hier müssen wir tatsächlich, wenn dann, Schleusen reinmachen. Die das Wasser entsprechend rausschleusen. Müssen wir mal sehen. Ich behalte mal die Lücke, damit ich noch später zurechnungsfähig bin und behaupten kann, ich hatte mal einen Plan gehabt. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei mir. So, Treppen. Da nicht hin, da nicht hin.
wo denn dann? Na gut, dann brauchen wir schon zwei. Warum denn nicht? Wir haben ja Materialien en masse. Nee, eigentlich haben wir gar nicht so viel. Aber hilft ja nichts. Glaubt, das hier ist eh die beste Annahme. Es hilft ja nichts. Wir müssen es irgendwie geschissen bekommen. So, drei Sprengstoffe. Was will ich damit? Der arbeitet nicht mal wahrscheinlich, weil wir keine Arbeitskräfte haben. So, die arbeiten. Das sollen sie auch. Das ist gut. So, Arbeitskraft mehr. Arbeitskraft mehr. Beziehungsweise da war eh keiner drin. Weil die Farmen alle relativ hoch priorisiert sind. Ich würde trotzdem sagen, hier macht man nur zwei. Können die bei einer irgendeiner anderen schönen Farm aushelfen? Hier zum Beispiel. Weil Nahrung wird nun mal dringend benötigt. Und hier haben wir eine Farm, wo gar nichts läuft. Das ist schlecht. Die sollten natürlich auch... Wer muss jetzt... Ach, jetzt hat die Farm gar nichts mehr. Das ist schlecht. Die Farmen müssen alle laufen. Die drei auf jeden Fall mit 9 Bibern insgesamt. Das kann man hier wieder anhalten. Kann man noch was anhalten? Förster. Ja. Und ein Transporteur oder so. Jetzt sind da 0 drin. Das ist natürlich nicht gut. Ja, irgendwo müssen wir Abstriche machen. Und solange das hier unten irgendwie funktioniert, bin ich schon mal froh. Wasservorräte mehren sich. Da bin ich auch relativ froh, dass das funktioniert hat. Ansonsten... Gut, die Farm wird jetzt auch befeldert. 6 Tage, bis wir eine Kartoffel rauskriegen. Hoffentlich hält das Wasser hier so lange. Die Erfahrung sagt nein, aber was weiß ich schon. Können ja nicht aus all unseren Fehlern lernen, sondern nur aus ein paar. Irgendwie müssen wir ja auch noch Potenzial haben, Sachen falsch zu machen. Was haben wir denn hier? Bringt mir das überhaupt, was das ist? Achso, da unten ist geplant, dass ich da was hinbekomme. Und wie komme ich da unten hin? Indem ich das darüber mal abreiße. Oh, von mir aus kann die Blaupausenansicht währenddessen auch bestehen bleiben. Hab ich absolut keine Einwände. Kriegen die das irgendwie gebaut? Müssten sie mit so einem Block Fehlertoleranz. So, der ist richtig, der ist aber richtig falsch. Den braucht... Obwohl, Faulwasser soll ja nicht wieder... Ah, das war fürs Faulwasser. Erst denken, dann abreißen. Merkt euch das, Kinder. Generell ein guter Tipp. Ja. Denkt mal, wir können das Faulwasser trotzdem abhalten. Wenn denn überhaupt welches kommen mag. So, habt ihr keine Bretter im Distrikt? Doch, da liegt ein ganzer Stapel. So, dann würde ich euch doch mal bitten, dringlichst bitten, Treppen zu bauen. Dann kommt man nämlich hier unten weiter, was eigentlich mitunter das Wichtigste ist. So, ihr macht irgendwas. Da ziehen wir eine Arbeitskraft ab. Das kriegt einer noch vollends hin. Das hier macht mir echt Sorgen. Sollte es wahrscheinlich auch. Ich mache mir zu Recht Sorgen. Scheiße, das ist schon verdorrt. Mist. Ja. Kann man nichts machen. Passiert den besten jungen Bibern. Die können alle nicht schaffen. Das ist ja furchtbar. Darf der eine aber wieder pumpen. 2000 Wasser, das sollte eigentlich für 20 Tage reichen. Schauen wir mal. Die nächste Katastrophe nach den 10 Tagen kommt bestimmt auch relativ plötzlich. Da bin ich nicht so begeistert. Wieso macht man das hier eigentlich so doppelt? So doppelt gemoppelt. Achso, vielleicht ist das auch irgendwas für da gewesen. Braucht man eigentlich nicht.
sollen sie erstmal schauen, dass sie so irgendwie klarkommen. Und wie gesagt, hier unten Brio-Bild. Oh, eigentlich die von innen. Das ist der Brio-Bild. Die machen wir mal ganz runter. Zumindest die mittleren, dass sie die hier noch irgendwie gebaut bekommen. Und dann denken, das Faulwasser nicht vergessen. Ah, da denke ich schon dran. Hoffe ich. So, hier arbeiten 4 Stück drin, das brauche ich im Moment gar nicht. Oh. Von mir aus können die wieder bauen, die Pumpen sind hier eh am Ende. Kriegt man vielleicht ein bisschen Dynamit jetzt rausgepumpt. Eventuell schütt man auch hier auf und machen hier eine Dynamitfabrik hin. Aber was soll's. Bisschen Deichen hat noch nie jemandem geschadet. Außer mir. Aber. Da hilft hier nichts. Dann können wir den Deich später hier einfach öffnen. Machen neues Ding hin. Wird schon passen. Wir brauchen auf jeden Fall den Platz. Und das ist noch so schön in der Nähe. Es wäre Quatsch, das nicht auszunutzen. Wir könnten natürlich auch einfach eine Treppe bauen, weil das müssen wir dann eher bauen. Ach, das wäre mal zu gegebener Zeit feststellen. So, die dürfen aber hier wunderbar abbauen. Sprengstoff haben wir 11 Stück, das ist schon mal gut. Kann man 11 Bodeneinheiten entfernen und dadurch hält das Wasser einen Tick länger. Vor allem hier muss das Wasser länger halten. Das heißt, wir können auch ein bisschen was reinlinken. Gut, das bringt erstmal noch nichts. Das hat ja nichts damit zu tun, wie lange das hält. Wir müssten dann eventuell einen Graben direkt reinsprengen, damit wir eine Ebene tiefer Wasser haben und somit ist die Gesamtdauer entsprechend länger. Ich weiß, das ist ein sehr kompliziertes Unterfangen. So, 1.400 Karotten. Das muss doch für irgendwas gut sein. Hier geht's auch noch weiter mit dem Abbauen. Das finde ich schön. Und die bemühen sich hier zumindest mit ihrem Überleben. So, und die haben dann entsprechend auch hohe Priorität hier. Und eigentlich, ja gut, hier ist noch nichts gebaut. Das ist natürlich scheiße. Müsste man die echt mal dazu animieren, dass ich hier was hinbekomme. Ich hoffe, ich importiere noch Bretter. Wenn nicht, können wir es hier einfach auswählen. Bretter auf jeden Fall. Die werden früher oder später ausgehen. Und hier haben wir 180 Stück. Wird noch was produziert. Zahnräder haben wir 177. Wow. Da war aber jemand fleißig. So, die können wir natürlich wieder anwerfen. Genauso eigentlich wie hier die Holzfällerhütten. Wenn wir die Arbeitskraft haben, was soll dann der Geiz? Also diesmal ist es ja nicht ganz so lang, das heißt, wir haben bessere Überlebenschancen. Tja, und das war's dann jetzt hier. Dann schaut mal, dass ihr das noch irgendwie abgeerntet bekommt. Arbeitet ja gerade 24 Stunden Dauerschichten. Ah ja, wir brauchen unbedingt hier Wasser, das nachkommt. So nach 10 Tagen, wenn wir nochmal irgendwas reinplätschern lassen könnten, wäre das ja super. Also zumindest ein bisschen gestaut kriegen wir das. Oder gar kein Wasser kommt mehr an. Weil die bauen das, bevor das hier gebaut ist. Nee, das können wir nicht zulassen. Das machen wir auf der niedrigsten Priorität hier erstmal. Dass auf jeden Fall mal Wasser durchkommt. So, da brauchen sie wahrscheinlich wieder Stelzen. Stelzis, wo seid ihr? Bei Faden eigentlich. Ja.
hilft hier nichts. So, der Metallfritze wird verlegt. Und dann können sie hier mal ein bisschen weiter bauen. So, 6 Tage müssen wir noch durchhalten. Und ich habe gar nicht so ein schlechtes Gefühl im Moment. War wie gesagt auch 10 Tage kürzer. Müsste man jetzt noch 10 Tage mehr durchhalten, also 16 insgesamt. Sehe schon wieder sehr bitter aus. Hey, wir haben 49 Kartoffeln. Wie ist das passiert? Vor allem, was bringen diese? So, hier haben wir gar keine Arbeitskraft mehr. Der pflanzt auch nichts mehr, das finde ich schade. Der ist mir eigentlich wichtiger als der Baumtyp. Boah, jetzt ist auch einer drin. Das passt dann ja wieder rechnerisch. So, Dynamit 17 Stück. Damit können wir schon ordentlich was anfangen. Vor allem wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, hier tatsächlich mal einen Graben reinzuspringen. Ja, das ist eher ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja, da müssen wir kurz mal warten. So, die dürfen von mir aus mal wieder nur 16 Stunden arbeiten. Jetzt ist ja eh das Wichtigste in trockenen Tüchern. Zumindest weil die Pumpen nicht mehr pumpen können. Dann müssen sie es auch nicht übertreiben. Das haben sie auch gebaut. Das finde ich sympathico. Sehr sympathisch. Und einmal Dynamitfabrik. War die nicht bei Wegen? Ach, die war hier bei... Naja. Hammer auf Lager auf jeden Fall. Dann von unten... Wenn von unten Strom kommt, passt das doch eigentlich. Wäre die Frage, kriegt man von unten ohne weitere Strom? Müssten, ja. Dann macht man die erste doch hier hin. Und da wegen den Bäumen geht das nicht. Kann ich die einfach abholzen? Ressourcen für den Abriss? Nee, schon auf dem Level. So, eine Walte eures Amtes. Finde, das wäre hier auch schön in der Nähe des Faulwassers. Kurze Wege und all das. Dynamitproduktion, wie viel PS braucht die? Gerade war ich doch drauf. 150, okay. 2 Windräder und dann sollte es eigentlich fluppen. Woran baut ihr? Er baut die Seite. Das ist ja schön. Muss euch gar keine konkreten Anweisungen geben. Beziehungsweise habe ich schon getan und dann machen die das tatsächlich auch. Du brauchst dir keine Mühe mehr geben. Wir müssen es jetzt nur irgendwie noch 3 Tage durchhalten. Und diesmal bin ich mit der Karottensituation noch zufrieden. Aber wie gesagt, die müssen auch wieder anwachsen. So, je nachdem würde ich sagen, wir nehmen tatsächlich das hier. Wird noch aufgeschüttet irgendwann. Dann brauchen wir aber trotzdem Kanäle. Ach, ist das alles kompliziert geworden. Ist das alles kompliziert geworden? Ah, nur noch 3 Tage, das schafft man. Und die retten hier unseren Arsch, wenn sie das hinbekommen. Ich denke mal, sind ja fleißig. Haben wir hier eigentlich noch genügend Rohholz? Braucht man ja wie bescheuert. 250 Stück in dem Distrikt allein. Würde sagen, das passt doch. Kommt auch schön immer nach. Lokale Produktion. Du darfst mal hier abreißen. Egal, wer die Aufgabe übernimmt. Reiß mal hier alles ab. Das ist mein Fehler, der da nicht ganz aufgegangen ist. Meine Idee, die da nicht ganz aufgegangen ist. Okay, aufschütten, aufschütten, aufschütten. Aber noch nicht jetzt. Wie gesagt, der Terrainblock hilft da Wunder. So, Energie. Ich würde sagen, wir machen doch mal die große Windmühle. Können wir jetzt erforschen. Ist sehr wertvoll. Braucht Papier. Aber Papierfabrik kann man noch nicht scheiden.
Aber wir brauchen nur noch 20 Forschungspunkte, dann können wir die machen. Und was macht die? Die macht Holz zu 2 Papier. Okay. Damit können wir im Nu große Windmühlen herzaubern und ich würde auch sagen, rein stromtechnisch ist es die richtige Wahl. So schön, dass das Wasser hier noch hält. Am besten erweitern wir das hier nochmal. Kommen die da runter? Ja, kommen sie. Wir haben 22 Dynamit. Da müssen wir erstmal die Wege entfernen. Wegelagerei ist es sonst. Nee, wahrscheinlich nicht, aber es stört trotzdem. So. Ja, keine Ahnung, wie viel das waren. Macht man mal. Oh, das sind mehr als 22. Das sind 4 und dann eben das Doppelte. Das sind. Obwohl, sind nur 20, oder? 10 und 10. Das wäre ja geschickt. Wenn ich mich da nicht verkalkuliert habe. Und dann ist zumindest dieser Farmbereich relativ farmsicher. Genauso wie die unteren Teile hiervon. So. Nee, noch nichts hingesetzt. Ich dachte, die wären richtig hurtig dabei, aber dauert wohl doch noch ein bisschen. So, unten, wie gesagt, der hat für mich eigentlich auch hohe Priorität und der natürlich auch. Und theoretisch der auch. So, wir können natürlich jetzt, da ich das so geschickt gemacht habe, einfach hier den Weg rüberführen. Dann schauen wir mal, ob sie den gebaut kriegen hier. Der hat auch hohe Priorität. Das definiere ich jetzt einfach mal so. So, wie geht's unseren Bibern? 43 Betten. Achso, 13 Jungtiere, nur noch 30 Arbeiter. 30 Erwachsene, ein bisschen wenig. So, machen wir erstmal aus. Muss aktuell nicht laufen, da braucht man ein Windrad. Ein großes, dafür braucht man aber erst eine Papierfabrik, die wir jetzt freischalten können. Eureka, Dürre beendet, ein Glück. So, ich wette, das braucht hier auch wieder Strom. Ne, braucht kein Strom. Oder braucht es zweimal Strom? 80 PS braucht es, okay. Mach mal die doch in Holzstapelnähe. Weiß, das ist bei meiner Architektur leichter gesagt als getan. Vor allem muss da noch irgendwo Strom reinkommen. So, mach mal das doch einfach irgendwie. Wo ist der Stromanschluss? So klappt das definitiv nicht. Habe ich richtig wieder falsch hingebaut. Schau mal erstmal das Wasser. Ob das Wasser hier ankommt. Es steigt zumindest. Aha. So soll das sein. Wasser kommt nach. Wichtige Arbeit zuerst. So, du darfst auch pausieren. Das hier hat echt Priorität. Das entsprechend nicht mehr. Ah, die auf jeden Fall. So, habe ich genügend Arbeiter? Boah, werden sich dafür finden. Aber wirklich Dynamit platzieren haben sie auch noch nicht. Zu weit vom Distrikt entfernt. Das wollen wir doch mal sehen. Ach, echt grün zu grün. Das freut mich immer. Sag ich, glaube auch des Öfteren, dass mich das jetzt freut. Und hier, ja, Wasser wird halt nicht gut gestaut, was? Ein bisschen ja, aber nicht gut. Vor allem, dann haben wir nur 3 Level mehr, oder wie hoch ist das geplant? Och, geht eigentlich noch 2 drauf und das ist ja beliebig erhöhbar dann. Ist schon sinnvoll, das mal anzugehen. So, kommt hier auch was nach? Ja, so langsam fährt's an. Dann würde ich sagen, aber ganz wichtig, Papierfabrik. Papierfabrik, Papierfabrik. Und wenn's nur temporär ist... Scheiße.
Nicht schon wieder eine Dürre. Gib mir mal Verschnaufpause, du Spiel. Ach komm, das machen wir einfach mit Laufrad. Irgendwie hier noch hingefriemelt. Wo ist der Stromanschluss bei dem Kollegen? Hat mehrere? Haben die anderen auch mit? Oh. Das heißt, ich muss das gar nicht so dämlich anschließen. Hätte mir das mal einer früher gesagt. Ist egal, wir kriegen's hin. So, dann brauchen wir ein Laufrad. Da opfern wir tatsächlich kurz mal Biber-Energie. Auch wenn das... Nee, das macht nur 50. Bräuchten schon hier was. Das ist ja jetzt auch kein Problem mehr, wenn wir es von der Seite anschließen können. Ich stelle mir das zu umständlich vor, aber eigentlich nicht. So rum. Dann brauchen wir hier eben nicht so ein langes Stück, sondern so ein T-Stück. Ja. Das ist ja praktisch. Und niemand sagt was. Vielleicht ja schon, nur ich hab jetzt glaub, keine Ahnung. Ist das die 11. oder 12. Episode und noch nichts davon ist hochgeladen worden? Ich habe einfach gerade so viel Lust auf Timberborn. Ist ja auch nichts Schlechtes. So, weiter geht's hier mit Dürre bevorstehend. Wir wissen, was das heißt. Biber müssen richtig ranklotzen wieder, um die Speicher zu füllen. Wie sieht's aus mit dem Dynamit? Springen! Aha. Wasser hält länger. So, zwei haben wir noch. Die setzen wir auch gleich hin. Jedes eingesetzte Dynamit ist gut eingesetztes Dynamit. Na, doch, machen wir es hier. Weil, wie gesagt, dann bleibt das Wasser länger vor Ort, dauert entsprechend länger, komplett zu verdunsten, weil halt mehr davon da ist. Macht Sinn, oder? So, zwei Tage noch. So viel von Dürre geredet, dass ich wieder richtig durstig wurde. Ein Glück habe ich leckere Apfelsaftschorle neben mir. Ab und zu mal Abwechslung vom Wasser, das ist auch nicht so verkehrt. So. Nur von sonstigen Gibroin, die ich trinke. Habt ihr das da hinten schon gebaut? Ich sehe nichts. Nö. Warum denn nicht? Kommt ihr noch nicht rum? Also eigentlich, also das ist noch nicht gebaut. Priorität. Ich kann nicht alles priorisieren, das ist mir schon klar, aber zumindest ein bisschen was. Na also, haben sie es geschafft. Ja, pumpt aber schön, oder? Ich sehe da kein Arbeiten. Ihr wollt wohl verdursten. Und 9 Sprengstoffe warten auf Lieferung. Das ist jetzt aber auch höchste Eisenbahn, ja? Jemand geliefert? Weil es bringt nichts mehr, wenn kein Wasser nachkommt. Das ist simple Arithmetik. Gibt's halt kein Plus mehr. Habe ich den Weg weggesprengt? Nö, der ist noch da. Wird sich mal ein Biber dafür bereit erklären. So, du hast gut gearbeitet, ihr habt gut gearbeitet. Bei dir weiß ich es nicht. Oh, der hat alles allein gemacht. Und wir haben noch einen Arbeiter hier. Ist das nicht schön? So, die müssen pumpen, 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 pumpen. Dynamit geliefert irgendwie. Ja. Yeah. So, zwei mehr. Schau mal, zwei mehr. Und Dürre beginnt. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier schon arg viel nachläuft. Wir könnten natürlich unten was aufsprengen, aber das hilft auch nur so viel und dann müssen wir alles wieder aufbauen. Oh je. 25 Tage der Dürre. Na, kriegen sie wenigstens hier ordentlich was gebaut. So, ich würde sagen, Wasser füllt sich, aber füllt sich nicht gut.
Dafür können wir eine Weile mehr pumpen. Karotten machen mir noch Sorgen. Muss ich ehrlich sein. Wir haben jetzt aber so viel Farmen, also die muss ich alle wieder umstellen auf überhaupt Pflanzenmalbetrieb. Farmleben macht mir tatsächlich Sorgen. Wasser haben wir bis jetzt immer irgendwie haushalten können. Und das wird tendenziell ja mehr. Karotten werden tendenziell weniger und das ist nichts Gutes. Man braucht immer die volle Möhre. Zumindest würden meine Kaninchen, die hier irgendwo... Einer liegt hinter mir. Würden das bestätigen. Tom, du siehst aber sehr entspannt aus. Ich nenne ihn immer Tom, obwohl ich ihn eigentlich Tomatensoße genannt habe. Passend zu seiner Partnerin, die ich zuerst hatte, die heißt Nudel. Und zu jeder Nudel braucht man halt gescheite Tomatensoße. Das ist mir zu dämlich, das jedes Mal zu rufen, deswegen nehme ich die kurz vor. Der Tierarzt hat sich zumindest gefreut. So, wie sieht's aus mit meinem Papier? 8 Stück. Habe ich überhaupt schon Stapel für Papier? Bestimmt hier irgendwo. In weiser Voraussicht, na also. Papier kommt voran, Bäume nehmen ab. Das heißt doch wieder den Oberförster anstellen. Und hier, der hat auch kein Geschäft gehabt. Hat er zumindest behauptet. So, irgendwas, was noch dringend Arbeit braucht. Ich kann hier 2 entbehren. Okay, die hätten jetzt nichts zu tun. Auch irgendwas werden die finden. Okay, dann stellen wir sie wieder ein. Helfen ja auch beim Transport und all dem schönen Kram. So, Faulwasser wird auch gepumpt. Kein Biber bisher davon so ultra stark kontaminiert worden. So, ihr habt das gebaut. Das ist schon mal gut. Die Frage ist, brauche ich das an der Stelle? Ja, auf jeden Fall, sonst läuft ja alles weg. Das heißt, daneben auch hoch priorisieren. Und daneben ist hoffentlich dann nichts mehr. Dann können wir da eigentlich auch einen draufsetzen. Ich setze noch einen drauf. Wenn ich es finde. Ja. Deich. Na gut, wir müssen das hier eh hochbauen. Damit wir das Faulwasser ableiten können. Ein Problem nach dem anderen. Ein Problem nach dem anderen. Es wird uns sowas von den Arsch beißen, dass ich da jetzt nicht mit genügend Sinn und Verstand an die Sache gegangen bin. Aber dafür ist das Spiel ja da, dass man das dann auch wieder irgendwie gelöst bekommt. So, Bretterproduktion gut. Holzproduktion, der hat Pause, okay. Hier ist auch nur einer, der arbeitet. Obwohl 2 arbeiten könnten. Der muss eigentlich im Moment nicht arbeiten. Der kann... Wieso geht er nicht in die Farm? So, du hast auch mal hier ein bisschen Hitze frei. Die Kartoffeln blühen. Schaut mal, wie viel da sind. Kann doch nicht sein, dass ich nur eine Kartoffel... Kartoffeln einmal. Wie viele sind das dann ganz viele Kartoffeln? Weil das ist definitiv mehr als eine. Wo ist denn das Kartoffellager? Das Zahnradlager. Okay. Habe ich kein Kartoffellager? Stich doch. Auf zum Lager machen. Nee, nicht Stapel. Haus. Kartoffelhaus. Irgendwo hin. Ja. Gibt bessere Orte dafür. Es gibt aber auch viel schlechtere. Und das ist immer was, woran sich's lohnt zu orientieren. So, das auf jeden Fall weg. Treppe hin. Weg. Fertig ist die Laube. Und hier sagt man noch, das schöne... Kartoffeln? Kann ich die nicht einfach so fressen? Wieso können da nur Grillkartoffeln... Also, da oben. Kartoffeln. Na gut. Aber das sind nur Zutaten. Muss ich die echt noch zubereiten? Vielleicht machen die aber langanhaltender satt. Das wäre zumindest die Hoffnung.
20 Tage noch. Wasser ist gut. Ein Fass mehr wird nicht schaden, aber was soll's. Wie kommen denn die Jungs hier voran? Ja, das lässt sich schon sehen. Dann kann das da gebaut werden. Schauen wir mal, dass wir das hier irgendwie auf dasselbe Level kriegen. Kostet halt tatsächlich sehr viel Baum. Rohholz. Wie auch immer man es nennen will, es kostet sehr viel davon. Dann haben wir halt immer noch das Problem, dass wir hier maximal 2,5 von dieser Fläche speichern können. Beziehungsweise der Rest ist halt drin, aber den kann ich nicht rauslassen. Ich habe nur Flutgates, die so hoch sind, aber ich habe mir angelesen, es gibt irgendwie eine Pumpe, mit der man das dann entsprechend hochpumpen kann. Also kein dauerhaftes Problem, aber ein temporäres. Baustelle fehlen Materialien, das kann doch nicht sein. Gut, dann liefert doch hin. Haben wir hier noch einen Arbeitswilligen? Nee, auch nicht. Könnt ihr eigentlich nicht mehr pumpen? Müsst ihr doch noch. Da ist direkt unter euch. Unter euch ist ein Weg. Stört. Der Weg stört euch. Sagt doch was. Oh, das habe ich nicht gewusst. Kann man da noch mehr Weg abreißen? Oh, auf jeden Fall. Braucht doch keinen Weg mehr. Zumindest nicht da. Ah. Dann können sie ein bisschen länger. Das ist auch nicht schlecht. Hier hätte ich pausieren sollen. Ist aber eh nicht so wichtig. Da arbeitet ja keiner drin. Ansonsten 1,6000 Karotten. Ich bleib dabei, das reicht noch nicht. Papier 28, wir brauchen 30. So viel weiß ich. So, Stahl, Hammer, ja, ein bisschen was. Wir haben gerade eh keine Arbeitskräfte. Also was soll's. Kommen dann wieder, wenn sie kein Wasser pumpen müssen. Apropos Wasserpumpen. Hier so eine schöne große Wasserpumpe. Fördert und filtert große Mengen Trinkwasser für Biber. Ja, ja. Okay, kann die dann überall stehen? Aber die kann ja nicht unter Wasser stehen. Förderanlage, Zentrifuge. Flüssigkeitspumpe. Pumpt Wasser oder Faulwasser auf der einen Seite nach oben und führt das auf der anderen. Muss man die dann so stecken? Aber das funktioniert ja hier auch nicht im Wasser. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich mir das mit der Pumpe auch falsch angelesen oder das ist irgendwo ganz woanders. Denke ich jetzt erstmal nicht. Maximale Tiefe 4. Ja, generell dem anderen vorzuziehen. So, das kommt wegen den Faden hier nicht klar. Hab den ja an die Dusche gemopst. Nee, ich will eigentlich die Wege entfernen. Kann ich das nicht? Weg. Nur den Wege entfernen. So, Fahrt. Noch ein Fahrt. Noch ein Fahrt. Braucht die Fancy-Pumpe eigentlich Strom? Nö. Steht nichts dran. Was ist hier das Problem? Achso, ein Ding zu wenig. Okay, das ist tatsächlich eine große Pumpe. Da müssen wir entsprechend drauf reagieren. Ah, noch nicht jetzt. So, Bauprojekte, Bauprojekte, Bauprojekte. Wenn ich gesagt, hier hat was hohe Priorität. Ich schätze nein, sonst wäre es dementsprechend markiert. Hm.
So, den lassen wir nochmal weg, den Kollegen. Wie gesagt, wenn Faulwasser kommt, müssen wir das hier noch hinleiten können. Da maximal auf die Ebene. Und irgendwie brauchen wir hier auch einen Weg rein, aber das kann auch von oben erfolgen, weil... Jetzt kommt das große Weil. Das lange Weil. Je nachdem, wo wir das machen, ich würde schon hier lassen, müssen wir das entsprechend auch aufschütten. So. Hilft hier alles nichts. Und dann können wir das entsprechend machen mit hier dann auch Floodgates, also so Doppelschleusen, beziehungsweise eher Dreifachschleusen, dass wir das Faulwasser dann da reinleiten und die müssen wir entsprechend auch hochsetzen. Ha, es ist kein einfaches Geschäft hier. Aber dann haben wir schon mal die Grundmenge an Deich. Dann müsste man wirklich nur schauen, wie sie da oben das gebaut bekommen. Ich denke, durch elaborierte Treppenführung wird das was werden. Wie gesagt, die müssen wir eigentlich dann auch hochsetzen. Da bringen sie gerade herzlich wenig. Aber das eilt jetzt nicht. Das muss dann so mitunter als letztes passieren, bevor uns Faulwasser überrascht. Ansonsten ist die Kolonie hier wieder am Sterben. Aber nur die eine. Die andere behalte ich. Da mache ich die Schleusen hier einfach zu. Deswegen sind die noch nicht abgerissen. Dann müssen die anderen sehen, wo sie bleiben. Oh je, das ist gleich vertrocknet. Das ist gleich vertrocknet. Erntet, Jungs. Wir schwenken wieder um auf Erntebetrieb. 2,4000 Karotten und Kartoffeln. Ich würde nicht sagen im Übermaß, aber da sind welche. Habe ich Kartoffeln gesagt? Ist mir egal. So. Ein Grill. Holz und Kartoffel nach gegrillte Kartoffel. Gut, der braucht hier erstmal auch keinen Strom, wie es aussieht. Ja, wollen wir schön Kartoffeln grillen. Ich finde, die machen das gut. Und vor allem, guck mal, wie viel Wasser wir haben. So langsam haben wir ein Speicherwerk hier. Wird dann alles besser mit dem Damm. Mit den Dämmen wird immer alles besser. So, und die kleinen Fässer könnten wir echt auch mal abschaffen. Noch ein großes irgendwo hinsetzen. Ah, das ist im Moment noch Utopie. So, die haben jetzt Zeit, 2 Tage noch das abzuernten. Und guck mal, wir kriegen viele Arbeitskräfte dazu. Die können nämlich im Moment alle nichts mehr machen. Ihr habt Hochbetrieb, Jungs. Gibt nichts Wichtigeres als euch. So, Papier hätten wir hier. Nee, haben wir immer noch nicht. Keine Arbeiter im Distrikt verfügbar. Das ist schade. Was ist mit den ganzen Arbeitern passiert? Vor allem habe ich doch gerade so viel geholt. Beziehungsweise hier fallen 8 Arbeitsplätze weg. Nicht ganz 8. Kommen ja auch noch welche dazu. Was macht ihr, Jungs? Hört auf, Bretter zu machen. Macht ihr eh nicht. Seid ihr jetzt nur mit Farmen beschäftigt? Aha. Ich habe nur noch 6. Achso. Ich glaube, die sind entweder alt und überarbeitet und bei 24 Stunden Dauerschichtbetrieb wird einfach kein Nachwuchs gezeugt. Das ist positiv eigentlich für die Nahrungsvorräte, weil weniger Biber heißt mehr Nahrung für die Verbleibenden. So darf man allerdings nicht rechnen. Ich würde mal irgendwie als Monster bezeichnen. So, einer soll Grillkartoffeln machen. Ist mir egal welcher. So, ihr könnt auch wieder sehen. Da lassen wir mal einen Arbeiter drin. Da lassen wir noch die 3 drin. Arbeitet hier was? Ja, die 2, das ist auch noch gut. Hier reichen jetzt auch 2. Oh, der Wasserpumpen
Typ soll hier natürlich auch anfangen. Und ihr könnt aufhören. Ihr habt euch genügend angestrengt. So, hopp, hopp, hopp. Nachwuchszeugen. 6 Stück sind da schon, ja, am Kommen, würde ich sagen. Vielleicht sind auch ein paar weniger gekommen, aber zumindest hat es resultiert in 6 Nachfahren. Kinder. Das ist das Wort. So. Da reicht jetzt auch eine Arbeitskraft. Ist ja eh alles eingegangen. Das heißt, die kann man komplett pausieren. Die eigentlich auch. Dann hier auf jeden Fall wieder 3 hin. Hier auch. Braucht man, sobald es wieder losgeht. Ansonsten habe ich, glaube ich, hier 2 Arbeitskräfte, die gar nicht wissen, wo sie hin sollen mit ihrem ganzen Elan. Na gut, einer ist in die Papierfabrik, das ist gut. Bretter, Hammer, Hammer gerade noch so. Boah, dann geh doch mal wieder in die Forschung. Wie viel Sprengstoff? 11 Stück, das wird ja immer besser. Irgendwann springen wir uns ja, bis zum Boden der Map, würde ich sagen. Und da reichen 11 noch nicht ganz. Beziehungsweise, wenn man nur einen Block tief springt, wahrscheinlich schon. Aber das wäre dann komplett sinnlos, aber ich suche ein anderes Wort. Sinnbefreit. Ich glaube, es war sinnbefreit. Ah, Nachwuchs. Für Nachwuchs wurde gesorgt. 15 junge Biber. So soll das sein. So, und ihr seid euch hier noch bewusst, dass ihr was bauen sollt. Vor allem den Kollegen da. Weil dann ist das mit dem Faulwasser auch wieder eher weniger das Problem. Dann läuft es hier nicht rum und doch irgendwie rein. Weil ich habe ja diesen Block hier entfernt. Wird schon irgendwie passen. So. Möhrensituation. Ich würde sagen, ich bin noch nicht ganz optimistisch, aber halbwegs. Halbwegs optimistisch, dass wir da was Gutes gerade an Nahrung vorbereitet haben. So. Eine willige Arbeitskraft, um Faulwasser zu pumpen. Braucht man noch nicht. Windenergie. Na, guck mal, das kann einfach hinten reingesteckt werden. Und mir sagt das tatsächlich niemand. Einfach mal ungefragt hinten rein damit. So habe ich es eigentlich in der Schule mitbekommen. Naja. Manchmal weiß man es halt nicht besser. Aber ich bin ganz zufrieden. Ich bin ganz zufrieden. Essen steigt, ist besser, als dass es sinkt. Obwohl wir schon, keine Ahnung, 15 Tage in der Dürre sind. Wasser nimmt allerdings ab. Ja, auch da würde ich sagen, 2 Kraftwerke pumpen ja noch. Oh, das eine sah so stillgelegt gerade aus. Das darf natürlich nicht sein. Wieso haben wir nicht mehr Speicherplatz für Holz? Anscheinend nicht. Dann muss ich hier theoretisch... Davon müssen kann nicht die Rede sein. Wir könnten wieder einmal Plankenwerk anschmeißen. Insgesamt haben wir 280. Und die Jungs hier drüben werden noch ein paar mehr brauchen. Wäre jetzt so mein Eindruck. Also die können ja immer 2 bauen. Und dann müssen sie wieder 2 hoch, können 2 bauen. Irgendwie so die Richtung. Müssen sie entsprechend auch dann hochführen. Boah. Das wird kein schöner Damm, aber es wird erstmal ein nötiger Damm. Je nachdem können wir auch hier noch ein bisschen mehr Fläche nutzen. Ich meine, das ist dann... Entscheiden wir ja nur noch hier über die, obwohl die Schleusen sind schon relativ fix. Ist egal. Wird nicht der größte Aufwand sein.
das dann noch irgendwie gescheit zu stauen. So, dann bauen sie das als nächstes, dann machen sie irgendwie da was. Und währenddessen könnten wir uns eigentlich überlegen, wie sie denn überhaupt hier reinkommen sollen. Meine Überlegung wäre vielleicht, ja, das klappt schon mal nicht. Deswegen bin ich nicht der große Dichter und Denker. Wir können das natürlich schon so machen, wenn sie von unten dann rein sollen. So, da eine hin, da eine hin und dann können sie ja erstmal theoretisch hier lang. Hier lang. Brauchen sie so ein Zweier, dann hier lang, Einser. Und den Rest müssen wir später schauen. Beziehungsweise da ist eigentlich egal. Ja gut, die Treppe braucht man da auch. Naja, zu weit vom Distrikt entfernt, du mich auch. So, irgendwie müssen sie das ja hinbekommen. So. Wäre jetzt mal mein Vorschlag zur Güte. Dann, wie gesagt, hier unten ja tatsächlich abreißen. Ach so. Oh. Ja gut, dann müssen wir das halt hier lassen. Machen so einen Teil hin. Ist ja kein Problem. Muss man mir ja nur sagen, dass das, was ich mache, kompletter Bockmist war. Dann versuche ich das auch irgendwie noch zu lösen. So, jetzt haben sie einen elaborierten Weg, wie sie das da hinten irgendwie hinbekommen. Und auch hier würde ich sagen, Kollegen, wartet mal mit der Wand hier. Da müssen wir erstmal die Schleusen versetzen. Beziehungsweise hier auch aufdeichen. Dann die Schleusen versetzen. Das kriegt man schon alles hin. Mit der Zeit wird das alles. Aber die Sprengleistung haben sich hier schon gelohnt. Und die Hoffnung wäre, dass sich das jetzt irgendwann mal verdoppelt. Ja, du brauchst hier nur Faulwasser. Ist direkt neben dir. Dann kannst du direkt loslegen mit Dynamit. So, hier wäre die Frage. Oh, jetzt haben wir wieder 7 Arbeiter. Das ist ja schön. Dann ran an alle Feinde. Ja, das passt. Die Farmen, wie gesagt, sobald Not am Mann ist, werden wir die wieder aufleben lassen. Beziehungsweise, wenn Wasser nachgekommen ist. Stahl. Ja, was soll's. Haben eigentlich genügend Arbeiter gerade, oder? Ja, in dem Distrikt haben wir zumindest noch einen, der irgendwas tun möchte. Dann soll er das doch. So. Also die Farm auch gleich mal wieder auf Aussaat stellen. Ist aber dienlich, dass man das... Ah, vielleicht lasse ich es direkt auf Aussaat. So, 23 Sprengstoff. Das ist Musik in meinen Ohren. Dann war ich aber zu nah am Sprengstoff. Wenn so nachklingt, ist das nie was Gutes. Hohe Energieleistung. Und unsere Papierfabrik geht richtig voran. Könnte man eigentlich hier auch noch so ein großes Windrad mit anschließen. Sollte eigentlich kein Problem sein, aber mal nicht mit Schrotpatronen auf Spatzen schießen. Nee, irgendwie ging das Sprichwort, glaub ich, anders. Ja, wisst, was ich meine. Erstmal hier eins nach dem anderen und nicht die großen Geschütze auffahren. Ja, was, wo sie nicht unbedingt benötigt werden. So. Auch hier ist dann die Frage, das müssen sie noch von innen hinbekommen. Ich dachte, ja, da wäre es auch klug gewesen, das mit hoher Prio zu machen. Habe ich aber nicht. Und das haben wir jetzt davon.
So, hier die Ressource würde ich auch gern mal abreißen. Beziehungsweise, nö, brauchen wir gar nicht. Ein Metallarbeiter, bitte. Nee, anderer Metallarbeiter. Der Metallarbeiter. So. Da kann er sich richtig austoben. Da ist er ein paar Jahre beschäftigt. Und die können immer noch pumpen, ist das nicht schön. So, dann machen wir irgendwann hier das auch noch weg, beziehungsweise können auch hier schon anfangen abzuspringen. Das hier, das hier, das hier und das hier. Und eventuell das hier. Werden sie ja noch beliefern können, weil irgendwann ist der Weg weg und dann wird es wieder schwieriger. So, die Kartoffelfarm braucht jetzt eigentlich auch nur noch eine Person. Ein Erfinder könnten wir aber ruhig einen zweiten gebrauchen. Ja, Faulwasser. Pump, was das Zeug hat, Kollege. So, und ihr habt keine Energie im Moment. Das ist schade für euch. Dann habt ihr halt eine kurze Verschnaufspause. Dafür wären Batterien ganz praktisch. Aber so weit sind wir auch noch nicht. Was macht ihr hier? Ah. Ihr baut? Ist gut. Es ist gut, dass ihr das tut. Vielleicht braucht ihr hier auch eher nochmal eine Treppe. Vor allem da oben müssen wir dann auch noch irgendwie hoch. Na, hier eher mit den Zweiern arbeiten. Könnt ihr auch ein nach unten arbeiten? Generell ja schon. Na, schauen wir mal. Das hier ist ein Spezialkonstrukt. Das muss jetzt nicht so ausgeklügelt sein. Es muss nur funktionieren am Ende. So, Wassergut und ich würde sagen Möhrengut. Sag ich selten, aber im Moment ist es so. Sprengung! 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 Sprengung. Und Sprengung. Ah, ist das schön. Ist das schön. Mir macht Dynamit Spaß. So, jetzt wird es hier aber dann ein bisschen brenzlicher. Den Weg können wir da abreißen. Zumindest zum Teil. Wir wollen ja, obwohl die Ecke könnte man noch machen. Weg wieder hin. Ich habe zu früh was abreißen wollen. Weiß eh noch nicht, wie ich das hier wirklich mache. Fakt ist aber, das hier wird gesprengt. Mehr Sprengung, mehr gut. So langsam könnte jetzt das Wasser wieder kommen. Ich vermisse schon ein bisschen. Und den macht ihr schön. Der ist zumindest relativ wichtig für mich. Nee, ihr macht zuerst den. Das ist auch eine Entscheidung, die ich euch aber ein bisschen vermiesen werde. Indem ich euch was anderes aufgebe. Und Sprengung. Und wir haben immer noch 23 Dynamit. Es lohnt sich, zwei Fabriken davon zu haben. So, Faulwasser ist trockengelegt. Ich glaube, der kann sich eh mal ein bisschen entspannen. Ja, ja, ihr braucht Power. Das sehe ich auch so. Kann ich ja nicht ahnen, dass hier alles stillsteht. Und ein Tag noch, dann haben wir es geschafft. Und die hier sind echt schon ziemlich weit gekommen. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt, denen zu sagen, hey, schaut mal. Das da ist vielleicht ganz wichtig für euch. Mal so als Ideengeber. Und wir brauchen eventuell mehr Planken. Also sind eh am großen Nachproduzieren. Und dann macht es nicht so viel. Nachfrage im Netzwerk 702 von... Also Energieversorgung
Und die Nachfrage ist das, was hier hinten steht. Okay. Das heißt, wir produzieren nicht genug. Ja, wenn die Papierfabrik jetzt noch dranhängt. Aber wir haben ja theoretisch 80 und da können wir einfach eine Windmühle irgendwo dranhängen. So eine schöne große. Nein, was hast du denn? Fahren wir? Achso, nee, da kommst du her. Du bist verletzt. Oh, hier sind Betten. Die sind gerade aber sehr beliebt. Da musst du dich kurz gedulden. Grillkartoffeln isst Grillkartoffeln. Hat man nicht gerade 3000 Essen? Wieso sind es jetzt... Okay, jetzt sind 2500. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht haben sie wieder Essbares zu irgendeiner Biberkörperöffnung rausgegeben. Das kann ich natürlich nicht riechen, weil ich nicht in den Kolonien umherwandeln kann. Ansonsten, wenn das tatsächlich der Fall ist, könnte man es riechen. Ihr seid hier richtige Meisterbauer. Problem? Wie kommt das Wasser jetzt weiter nach draußen? Weil das wird ja hier jetzt rüberschwappen. Ja. Ungefähr so. Und dann kommt kein Wasser für uns nach. Jungs, ihr wart zu produktiv. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Das muss leider im Moment sein. Ja. Weil sonst hat das ganze Konzept hier gerade keinen Sinn. Wenn das schon zugebaut ist, dann... ja, das ist aber wie gesagt, Faulwasser müssen wir kontern, deswegen muss das im Moment noch so bleiben. Und wer weiß, was als nächste Katastrophe ansteht. Ich glaube, wir werden es relativ bald erfahren. Also, erstmal wieder Arbeitsumverteilung. Aktuell ist es sehr viel manueller Aufwand. So. Ihr dürft gleich arbeiten, ihr dürft gleich arbeiten, ihr dürft alle arbeiten. Ihr dürft eigentlich aufhören. Und ihr dürft gern anfangen. Und eigentlich ihr auch wieder. Eigentlich ihr auch wieder. Schön mal das alte Unkraut rausreißen. Ach da, entsteht auch Fruchtbarkeit. Stimmt ja, wir haben mal irgendwo eine schöne Wasserquelle. Na komm schon, steig an. Muss doch einfach nur drüber fließen. In ausreichendem Maße. Aber ja, nicht übertreiben. So, wir haben noch Arbeiter, dann pump mal Faulwasser, kann das Container gern wieder voll machen. Und dann 19 Stunden Arbeit. Wollt ihr auch was hinbekommen? So, Wasser steigt. Gleich geht's rüber. Komm, das ist wichtig für unsere Farm. Ich hab doch nichts verplant, oder? Wo fließt das denn gerade hin? Muss doch übertreten. Übertreten. Irgendwann demnächst. Muss ich das erst voll saugen? Kommt doch Wasser nach. Es beginnt. Es beginnt zu sprießen. Jetzt. Wusste. Nur eine Frage der Zeit. Das braucht schon relativ lange. Und dafür haben wir hier nicht besonders viel Speichermöglichkeit, aber das können wir gleich erweitern. Hier Treppe, allerhöchste Priorität. Dann können wir hier mit Dynamit mal eine Schneise reinhauen. Wäre mein Vorschlag zur Güte. Obwohl, würde ich nicht sagen. Ich hätte, wie gesagt, den Fluss, dass er eher dann so geht und dann... Oh, wieder eine Dürre. Wieder eine Dürre. Aber diesmal eine ganz Dürre, bitte. Nicht so lang.
Jungs, Wasserpumpen, Karotten pflanzen, alles anpflanzen. Ja gut, der See trocknet jetzt unfreiwillig aus, weil wir das entsprechend hier geschickt zugedeicht haben aus Versehen. Mehr oder weniger aus Versehen. Ich würde sagen, 21 Stunden kann man auch mal arbeiten. Sind ja hier keine Weichtiere, sondern flauschige Nager. Aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.